nach Frankfurt. Thomas Wippesaal, der ist nämlich mein nächster Gast und der ist auch polizeibekannt. Das liegt daran, dass er selber Polizist ist. Aber er ist nicht nur selber Polizist, er ist auch deshalb bekannt, weil er politisch engagiert ist. Und ein Mensch, naja, der lässt eben nicht zu, dass irgendwo etwas schief laufen kann. Und deswegen hat wahrscheinlich, kenne ich nicht, aber kann ich mir vorstellen, weil er dauernd seinen Kopf rausgestreckt hat, wird vielleicht irgendwann mal auf seine Mutter gesagt haben, weißt du was, Junge, wer seinen Kopf immer rausstreckt, der muss sich nicht wundern, dass er irgendwann mal doch rasiert wird. Und so ist es auch gekommen. Der war vielen unangenehm. In der Politik war er unangenehm, sah auch rausgeflogen oder rausgegangen. Und irgendwie hat man den Verdacht, wenn man sehr sensibel ist, dann kann es bereits sein, dass es sowas wie Mobbing, und da benutzt man alles. Hier ist Thomas Wippesaal bei uns im Publikum. Willkommen. Herr Wippesaal, nehmen Sie ruhig Platz, setzen Sie mal hier auf den Stufen. Kennt Sie nicht nur in Hamburg, man kennt Sie bundesweit. Waren mal Grünen-Abgeordnete, dann sind sie aus der Fraktion ausgetreten. Dann haben sich höchste deutsche Gerichte damit beschäftigt, ob ein einzelner Mensch alleine auch sowas sein kann wie eine Fraktion in Hamburg, glaube ich. Das war das Bundesverfassungsgericht, ja, in Karlsruhe. Ganz genau, bis ganz oben waren sie schon. Definierte den Status des, ja, Einzelabgeordneten. Ja. Das ist die eine Geschichte, über die wollen wir gar nicht so sehr reden. Dann sitzt der Beamte da, der auch versucht, die Polizei etwas gewerkschaftlicher zu organisieren und sich auch so zu verständigen. Also ganz beliebt ist er ganz gewiss nicht, sage ich mal, aus eigener Erfahrung, wenn man so ein schwarzes Schaf ist. Und trotzdem muss man ja funktionieren als Beamter. Und da soll Ihnen was passiert sein. Zumindest wirft man Ihnen das vor. Ja, in der Tat. Also funktioniert habe ich. Ich habe meinen Dienst immer loyal verrichtet. Ja. Und weil man eben mit so einem politischen Querkopf schlecht umgehen kann, ja, innerhalb der Polizei, hat man was konstruiert. Ja, was denn? Man warf mir vor, dass ich Ermittlungsakten gestohlen hätte. Das nennt sich dann Verwahrungsbruch, wenn das Beamte begehen. Ja, hatten die Anlass oder Grund, Ihnen das vorzuwerfen, dass Sie Akten verschwinden lassen? Es gab keinen konkreten Anlass. Es gibt ja inzwischen einen Freispruch, ja, eines Hamburger Amtsgerichts und davor auch die Einstellung eines, aha, Antrags auf Erlass eines Strafbefehls, ja, den die Staatsanwaltschaft Hamburg gestellt hat. Es gab eigentlich nichts. Es wurde alles konstruiert. Man machte Motivschöpfung seitens des Landgerichtes in Hamburg mit der Begründung, dass ich kritischer Polizeibeamter wäre, mhm, und von daher ein Interesse hätte, so einen Missstand selbst zu produzieren, um anschließend mit dem Finger drauf zu zeigen, wie schlecht die Polizei arbeitet. Hat denn irgendein Kollege dann die Sachen geklaut oder es ihnen untergeschoben oder hat man das nur behauptet? Herr Fliege, vielleicht mache ich eine kleine Chronologie. Ja. Es fehlten knapp 80 Ermittlungsakten, ja, profane Akten, ja, Urkundenfälschung. Ich war kurz zuvor bereits strafversetzt aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität. Ich bin ausgebildeter Wirtschaftskriminalist. Ja. Dort hatte ich sehr schöne Fälle, ja, Motivation und, ja, Lust auch bearbeitet. Und dann sollte ich also Kleinkriminalität weiter, mhm, bearbeiten. Mhm. Davor lag ein Analysepapier, was ich gemacht hatte, über den Zustand der Wirtschaftskriminalität in Hamburg, ja, über die Defizite und über die Handlungsmöglichkeiten, das zu verbessern. Ja. Es gibt immer diesen konstruktiven Ansatz. Ja. Aber das ist auch nicht gewollt. Also, ja, wer innovativ auch nur fachlich Kritik äußert bei der Polizei, ja. Ja. Bekommt durch die Bank Probleme. Das bin nicht nur ich. Mhm. Dafür muss man auch nicht also Bundessprecher der kritischen Polizeibeamten sein, wie ich jetzt seit, mhm, 2 Jahren, mhm, sondern das kann man einfach ohne Amt und Würden, mhm, versuchen. Also waren Sie schon mal, wenn man so will, strafversetzt, im Sinne von, wir drücken ihm eins rein. Ganz recht. Mhm. Und dann fehlten plötzlich diese Akten, das war eine Dienststelle, da ging es zu, wie bei Hempels unter dem Sofa, das, mhm, war nicht nur dieser Vorfall, es fehlten mal, mhm, Kfz-Kennzeichen, Kraftfahrzeugbriefe. Ich lache mir immer kaputt, ich möchte mal gerne sehen, wie es bei Hempels unter dem Sofa wirklich aussieht. Sicherlich, aber, okay, aber ich verstehe Ihr Beispiel. Das, ja, Bild soll, ja, es einfach beschreiben. Ja, ja. Sie, wenn man hört, das ist eine Spezialdienststelle im Hamburger Landeskriminalamt, mhm, und erlebt dann diese Verhältnisse, mhm, dann konnte ich immer nur sagen, ich bin vom Regen in die Traufe gekommen. Mhm. Also im Bereich Wirtschaftskriminalität gab es Defizite, mhm, aber nicht solche krassen, mhm, Missstände, mhm, wie an der Dienststelle. Mhm. Und nun fehlte also auch so ein Aktenkarton mit Ermittlungsakten. Man leitete ein Strafverfahren ein, bereits ziemlich wild konstruiert gegen meinen Zimmerkollegen. Ich war gar, mhm, nicht im Fadenkreuz, mhm, der Kollegen, die ermittelten.
Das Verfahren war erkennbar auf Einstellung ausgerichtet, weil die eigentliche Verantwortlichkeit beim Dienststellenleiter lag. Dieser Karton stand. Also der Fisch stinkt vom Kopf, der muss also der Dienststellenleiter für zuständig Wobei sein. Das ist nicht der Kopf innerhalb unserer Hierarchie, okay. aber er ist ein bisschen höher innerhalb ja. der Hühnerleiter. Ja. Nur der Karton stand ungesichert bei ihm auf dem Schrank im Dienstzimmer, ja. da konnte jeder ran. Ja. Es gab im Grunde 25 Tatverdächtige plus X. Aber er soll es gewesen sein. Ja, das war vermeintlich die gute Gelegenheit. Mir nur den Kopf abzureißen. Davor gab es ja schon viele andere Versuche. Wie kommt man denn, wie kann man den Kopf aus so einer Schlinge ziehen? Muss man dann beweisen, dass man die Akten nicht mitgenommen hat? Es lief im Grunde darauf hinaus. Also das Verfahren wurde sehr schnell nach 3 Monaten eingestellt gegen ja. diesen Kollegen. Dann ja. wurden plötzlich ein Jahr später Ermittlungsakten an Medienorgane gesandt, bundesweit. Und jedenfalls Berlin-Hamburg. Und dann sagte man, ach, der Wippesal hat ja Politik gemacht, macht immer noch Politik, er hat gute Medienkontakte und kreierte ein solches Motiv, dass ich das deshalb gewesen sein müsste. Ist natürlich Weil Fliege, überall in allen Redaktionen solche Akten auftauchen, wird der Wippesal, der kennt die ja alle, der hat die da hingeschickt. Ja, es ist so abenteuerlich, weil gerade, weil ich Medienkontakte habe, würde ich natürlich auch nicht mit Pillepalle-Akten, sondern dann, wenn ich sowas würde, mit brisanten Akten, die gibt es ja auch an solchen Dienststellen, zu Journalisten gehen und sagen, hier, Interesse, da liegt das und das drin, wollt ihr eine Geschichte machen? Nur wie gesagt, das ist auch nicht meine Arbeitsweise. Es zeigt nochmal, wie abstrus innerhalb der Polizei solche kritischen Köpfe gejagt werden. Vielleicht nicht nur bei der Polizei, sagen wir mal einfach so, Polizei, bei der Verwaltung, in großen Unternehmen. Mobbing gibt es überall, gibt es auch in der Kirche. Also wie wir mit Leuten umgehen, die gegen den Strom sind. Wie wir da will mit ich den nicht Leuten widersprechen. Umgehen, die man schon mal Nestbeschmutzer nennt. Ja. So werden wir als kritisch ja ohnehin gesehen. Obwohl Aber wie kommt man jetzt von diesem Verdacht runter? Das würde mich noch interessieren. Und ob Sie immer noch Polizist sind. Ich wurde dann, also es wurden Durchsuchungen durchgeführt. Ja. Verfahren wurde wieder aufgenommen nach dieser Mediengeschichte ja. gegen den Kollegen und gegen mich. Ja. Hausdurchsuchung, ED-Behandlung. Idee müssen Sie erkennungsdienstliche Behandlung, also Fingerabdrücke. Also von Ihnen so ein Verbrecherfoto. Verbrecherfoto zum Glück nicht, aber Fingerabdrücke. Ja. Es wurden dann Speichelproben gemacht. Fingerabdrücke eben genommen, es wurde die Festplatte von zu Hause mitgenommen. Ja. Es waren 8 Beamte, ein Staatsanwalt, eine ja. Fotografin, ein Zeichner. Und die gucken sich mal die Liebesbriefe vom Wippesal an. Die haben mal ordentlich nachgeguckt, mit wem ich eigentlich arbeite, verstehen Sie? In welchen Projekten ich meine Finger drin habe. Das nennt man bei uns eine Ausforschungsdurchsuchung. Es ging nicht um die Akten. Die wissen jetzt in diesem Augenblick ganz genau, was der Wippesal sonst alles so macht. Die haben einen guten Vorwand und gehen da rein und gucken sich alles an. Genau, also was ich nach Bonn oder jetzt Berlin oder in bestimmte Landtage hinein gewirkt habe. Als grüner Abgeordneter, dann als freier Abgeordneter, auf einmal wissen Sie alles. Ich bin seit 13 Jahren parteilos, das ist mir auch ein hohes Gut, aber natürlich arbeite ich auch viel mit grünen Abgeordneten oder Fraktionen zusammen. Ja. Jedenfalls ist dieses Verfahren dann mit voller Bravour gefahren worden, mit Schriftsachverständigengutachten. Dort meinte eine Sachverständige, ich könnte als mit zweithöchstem Wahrscheinlichkeitsgrad einen der in den Redaktionen aufgetauchten Briefumschläge geschrieben haben. Das haben wir dann vor Gericht, es fand jetzt im September, Oktober der Termin statt, 3 Verhandlungstage, auseinandernehmen können mit einem Gegengutachten eines sehr renommierten Schriftsachverständigen. Wie lange dauert denn so ein Fall? Wie lange liegt so ein Verdacht über Ihnen? Der liegt jetzt über 2 Jahre über mich und dazwischen liegt, Herr Fliege, noch die Suspendierung. Das ist eigentlich das Demütigendste, wenn man einen Beruf wie den des Kriminalbeamten mit einem inneren Anspruch ausfüllt. Du kannst zu Hause bleiben. Wir trauen dir nicht mehr. Das heißt, Abgabe der Kriminaldienstmarke, der Waffe, Dienstausweis, alles, was dazugehört. Ja. Und natürlich bekamen die Kollegen das mit Durchsuchung des Dienstzimmers, wenn man im Präsidium vorgeführt wird zur Fingerabdrucknahme. Und auch zu Hause blieb das nicht unentdeckt, zumal die Presse sehr breit berichtete in Hamburg. Jetzt sind Sie freigesprochen. Ja. Haben die Kollegen oder die Instanzen jetzt, ich weiß ja nicht, wie das heißt, Einspruch eingelegt? Oder sind sie jetzt plötzlich für alle Zeit freigesprochen? Dieses Urteil ist rechtskräftig. Ja, das meine ich. Das ist die formale Seite. Sie haben das bei Ihren anderen Gästen auch erfreulicherweise gefragt. Ja. Die andere Seite ist die menschliche und die praktisch vom Grundgesetz aus verbotenen Nebenstrafen. Ja. So eine Suspendierung ist im Grunde eine Nebenbestrafung. Wie ist es mit der Würde und der Ehre des Menschen? Ganz genau. Ich fand das ganz toll, was Sie hier so nach vorne stellen. Mhm. Diese Ehrverletzung, das wird so gering geschätzt bei uns in der Gesellschaft. Mhm. Und das ist so elementar wie die physische
Situation von uns. Was machen Sie jetzt mit... Ich bin immer noch suspendiert, weil es einen Senatsbeschluss in Hamburg gibt, der so konstruiert wurde, dass nicht automatisch mit Freispruch ich wieder meinen Dienst aufnehmen darf, sondern es wird jetzt geprüft, ob es einen disziplinaren Überhang gibt. Weil Beamte, die werden ja gleich zweimal vorgeknöpft, einmal strafrechtlich und zweitens mal disziplinarisch. Dieser disziplinarrechtliche Überhang, da kommt nichts bei rum, das weiß ich schon informell. Aber so lange... Aber es wird hinausgezögert, weil es ist sehr wertvoll, wenn so ein Kopf wie ich nicht sieht, was an Defiziten innerhalb der Polizei stattfindet. Ist ein Verräter? Also ich bin kein Verräter. Verräter sind diejenigen, die solche Innovationen nicht zulassen. Werden Sie als Verräter empfunden von anderen? Ja, natürlich. Es gibt viele Kollegen, gerade die, die mich nicht kennen, die so ein Bild pflegen. Also Vorurteil, das Schlimmste, was einem widerfahren kann. Und es gibt sicherlich Qualitäten, bei denen Sie kaum noch dagegen ankommen können. Ich habe phasenweise so etwas erlebt und ich glaube, auch jetzt ist dieser Zustand noch vorhanden. Haben Sie eine Familie? Ich bin verheiratet. Ich habe einen Sohn, der lebt bei der Mutter, bei Berlin. Und da gibt es natürlich entsprechende Reaktionen. Das wollte ich wissen. Sie haben meine liebe Mama angesprochen zu ihrer Anmoderation. Und wir haben, seit 25 Jahren mache ich relativ extreme politische Arbeit. Sie hat mich immer politisch mit begleitet und unterstützt. Es gab jetzt das erste Mal Probleme zwischen meiner Mutter und mir. Also sie ist älter geworden, die Nerven sind nicht mehr so spannungsvoll wie vor 10 Jahren. Also nach dem Motto, Junge, musst du das denn immer machen? Ja. Also nun, gib doch mal klein bei. Ja? Verstehen Sie, zu auch diesem... wenn es nicht wahr ist, gib doch mal klein bei. Ja, hör doch auf, führ doch mal ein normales Leben. Ja. Und zu den Nebenstrafen gehört auch, dass ich seit 6 Jahren mein Diplom Verwaltungswirt habe, aber nicht zum Kommissar ernannt werde. Das ist so eine Nebenstrafe. Also ich halte wahrscheinlich den deutschen Rekord als Kommissaranwärter. Und es gibt ja auch noch ein Parteiengesetz, das sagt, also Abgeordnete sollen nicht benachteiligt werden. In der Regel werden sie bevorteilt, weil sie zu Seilschaften gehören. Ich gehöre nun erkennbar zu keiner. Die Reaktion sieht man auch bei mir, nicht nur bei mir. Und vielleicht brauchen wir überall in allen Institutionen, nicht nur bei der Polizei, in allen Ämtern, da brauchen wir eigentlich Leute, die gegen den Strom schwimmen. Die brauchen wir. Denn stellen Sie sich doch mal vor, alles fährt mit dem Strom. Wo landen wir dann? Ich danke, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren, hier Applaus nochmal. Wir machen eine Sendung über Menschen, denen die Würde genommen wird, denen die Ehre genommen wird. Denen geben wir die auch nie wieder zurück, nur weil sie mal unter falschem Verdacht stehen. Nun gibt es ja noch was ganz anderes.